Willkommen zurück zu Borderlands, der Pre-Sequel. Im letzten Part sind wir von der Helios geflohen und befinden uns gerade auf dem Mond, der über Pandora kreist. So, wir sammeln jetzt ein paar Hörbücher ein und erfahren somit etwas über die Geschichte, was hier so passiert ist. Oh, yeah, yeah. Nein, nein, nein. Das war knapp. Sehr knapp. Komm schon, das kriegen wir hin. Hey, warum geht das jetzt nicht? Du, jetzt auf einmal. Komm schon, nein, das war zu weit. Das ist peinlich. Und nochmal bitte. Das war sehr knapp. Muss das immer so abhängen? Es war einmal ein Mond. Dann kamen diese Militärtypen und haben dort gegraben. Sie wurden gierig und gruben immer tiefer und so'n Scheiß. Bis der Mond aufbrach. Alle starben. Und wenn sie nicht gestorben wären, würden sie vielleicht noch leben. Ende. Wie findest du das? Es war ganz nett. Ich werde darüber nachdenken. Ich glaube, in meinem alten Lager ist noch so ein Buch. Wurde damals von Kragons überrannt, die meine... Sie haben sie getötet. Oh mein Gott, das ist furchtbar. Eine Boma, das nächste Büchlein holen. Ich bin sehr gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Nimm das! Und das! Ist das schön. Es fühlt sich wieder wunderbar an, Pre-Sequel zu spielen mit dieser neuen Grafik und so. Das ist herrlich. Skillpunkte verteilen. Oh Gott, und ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, worauf ich mich skillen werde. Oh Gott, warum? Ganz schlechtes Timing. Gut. Punkte müssen wir verteilen. Ich habe gerade absolut keinen Plan, worauf ich mich da jetzt machen werde. Ey, das klingt doch mal gar nicht mal so verkehrt, ne? Also hier drauf mache ich mich viel mehr auf den... Genau, warte, verlasse ich mich viel mehr auf den Doppelgänger. Hier ist was nochmal? Waffenwechselgeschwindigkeit. Was ist denn eigentlich der... Geld ist Macht. Ja, das hört sich gut an. Was macht denn das? Da richte ich mehr Schaden an, wenn ich Geld aufhebe. Das klingt doch eigentlich mal gar nicht mal so verkehrt, ne? Also wenn ich ehrlich bin? Das klingt gar nicht mal so übel. Und das hier ist... Bei Gegnern, die weniger als 40% Gesundheit haben. Das klingt doch absolut geil. Was macht das hier? Wenn ein DJ Jack stirbt, zählt das als... so, als Gegner erledigt. Dadurch kannst du etwas neue Stärke bekommen. Ja, das ist... Ich würde mal sagen... Warum sollte ich mir selber darüber Gedanken machen? Ihr schreibt mal in die Kommentare, was ihr mir empfehlen würdet. Weil ganz ehrlich, das klingt nämlich alles mal gar nicht so verkehrt. Also die beiden Trees, die klingen eigentlich ganz gut. Damit lässt sich was anfangen. Genau. Also gut, ihr entscheidet mal, ne? Ihr sucht euch irgendwas aus und ich setze das dann im nächsten Video um. Schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Bis dahin würde ich sagen, schauen wir nach, wie wir damit zurechtkommen. Aus dem Spalt sprang Craig in Flamey. Bis voller Wut die arme Janie. Sie schoss ihr mitten ins Gesicht. Den Schädelknochen fand man nicht. Und? Ziemlich erheiternd für ein Gedicht über den Tod. Schön gesagt, gutes Feedback. Oh, da fällt mir ein, Flameys Sohn schuldet mir ein Leben und seines hat er ja noch. Spür ihn auf und nimm es ihm, verstanden? Ja, nee, ist klar, geh mal hin.
geworden. Leg ihn um. Daka, daka, daka. Oh, die Daka machen. Nimm das. Wir machen mehr Schaden, wenn wir in der Luft sind. Das ist schön. Lache ist süß. Schau mal, der muss das letzte Buch gefressen haben. Das hier trägt den Titel Baby Kragans Abenteuer. Baby Kragan kletterte eines Tages mit seiner Mama Flamie aus dem Spalt. Da sahen sie seltsame zweibeinige Wesen und dachten sich, endlich was zu fressen. Also fielen Baby Kragan und seine Mama über das Lager her. Flamie richtete einen Zweibeiner übel zu und Baby Kragan tötete einen weiteren. Dann rannte Baby Kragan weg wie so eine feige Bitch. Dummes Stück Scheiße. Das hier muss beschädigt sein oder so, keine Ahnung. Bring sie zurück, während ich noch eine Story schreibe, in der du ein fieses Feuermonster tötest. Super. Oh ja. Lass mich schön cool rüberkommen. Oh ja, das würde ich mir sehr gerne anhören wollen. Darauf hätte ich tierisch Bock. Zumal, ich könnte ja auch mitsprechen, so als Synchronstimme. Warum nicht? Ein paar Verlage sind interessiert, aber nur, wenn ich die Passagen rausnehme, in denen Leute und Baby Kragans draufgehen. Aber ich so, nö. Ganz richtig. Nicht vom eigenen Plan abhalten lassen. So. Genau, jetzt haben wir... Können wir irgendwas... Ja, das hier können wir anlegen. Sehr schön. Würde ich sagen, hauen wir das weg und das haben wir ebenfalls weg. Obwohl, es ist ein Maliban-Scharfschützengewehr, aber wenn ich ehrlich bin, ich habe momentan viel bessere Ausrüstung. Hast du Termin? Nur Spaß. Hast du Termin? Das ist ein schlechter Witz. Hat man die gelernt in Russland? Damit. So. Ja, genau. Dafür trainieren wir noch ein bisschen und dann können wir die ebenfalls anlegen. Wunderbar. Super grün. Das ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Markus, du sagst es. Nicht zu sehr krass. Aber jetzt mal ernst, ich kann mir doch hier aber Granaten kaufen und dann kann ich doch sofort. Gute, mich bald wieder. Wunderbar, jetzt kann ich auch Granaten werfen. Das ist ein richtiger Geschäftsmann. Wenn du woanders einkaufst, lass ich dich töten. Jo, wir müssen in die Richtung. Nein, warte. Moment, doch, wir müssen da und dann rechts rum. Ja, ich hab's nicht so mit Orientierung. Manchmal. Öfters. Häufig. Permanent. Aber egal. Ich bin so ähnlich wie Zorro aus One Piece. Ich habe einfach keine Orientierung. Obwohl ich woanders ziemlich gut bin. Pretty good. Eieiei. Ja, ja, das Ding ist ziemlich heftig. Mit viel Grüßen, mit lieben Grüßen von Mr. Torque. Mr. Talk werden wir hier ebenfalls noch kennenlernen. Ist ein toller Kerl. Ah, oh Mann, direkt vor mir. So, wir müssen da lang. Nein, da lang. Moment, wo lang müssen wir? Da lang. Ich hoffe nur, ich verlaufe mich nicht. Wäre sehr, 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 sehr peinlich. Du hast mir eigentlich nie erzählt, warum du willst, dass Deadlift stirbt. Das ist irgendwie ein Blödmann. Ach so, okay. Wie bitte, warte mal, was? Naja, er hat auch meinen Mondzoom die G-Strutch-Schlüssel geklaut, mich hier sitzen lassen und wurde ausfallend, als ich ihm sagte, dass ich nicht auf Typen stehe. Aber hauptsächlich, weil er ein Blödmann ist. Ich muss gerade mein Leben rennen. Das bedeutet, ich werde ein anderes Mal plündern. Ist was? Hier spricht Colonel Samedan. Du musst Elpis verlassen. Bald wird hier alles noch schlimmer. Ich will dich nicht töten, wenn es nicht sein muss. Ernsthaft? Du hast nämlich schon einen ziemlichen Haufen Leute umgelegt. Bitte, ganz wie du willst.
Deadlift, hier spricht Colonel Sarpedon. Du musst die Kammerjäger töten, die auf dein Schiff wollen. Verpiss dich, Sarg! Ich lass mir doch von keiner Tussi was befehlen, die mich eingebuchtet hat! Sie sagten, deine Sprungpads sind dämlich. Ich werde sie vernichten! Ach, was für ein Idiot. Er fällt wirklich auf den ältesten Krieg der Welt rein. Was sagt man dazu? Ich guck mal, was gibt's denn da zu plündern? Money, 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 must be funny. In the rich man's world. Obwohl, ich hab Money, warum sammle ich das gerade ein? Warte mal, was haben wir denn hier? Medikits, nein, brauche ich gerade nicht. Mir geht's prima. Wir gehen jetzt hin und töten ein bisschen. Yeah. Auf geht's, ich trinke ein Stückchen Tee. Und dann bin ich wieder on fire. Ich finde das prima, dass die Kammerjäger hier so viel reden. Die lernt man gleichzeitig etwas über sie kennen und man freut sich halt. Und ich verkomme nicht zum Alleinunterhalter, so wie in Borderlands 1, wo ich mir ja regelmäßig irgendwelche Sachen aus den Fingern saugen musste. Kein Geld zurück. Death Track. Sehe ich da Söldner, die sich meinem Schiff nähern? Ich will in die Luft aufsteigen und euch mit einem Arschbombe zerquetschen. Wie nichts. Der Typ gefällt mir. So. Mach mal was. Ich finde jemanden, der den Empfang der Poster quittiert. Schließlich habe ich hier so eine Art respektabler Firma. Das sieht nicht gut aus. Schieß weiter. Badass. Komm, die erlegen wir. Da ist er. Tot. Oh, Granate, Moment. Jetzt plündern wir. Wir wollen ja uns nicht irgendwelchen unnötigen Risiken aussetzen. Muni. Her damit. Ja, neuen Schild kann ich brauchen, her damit. Lass mich ja liegen, außerdem habe ich eh genug Money. So, den hauen wir weg. Wir atmen nochmal tief durch und dann brauchen wir jemanden, der das Ganze unterschreibt. Natürlich plündern wir das hier noch. Es war nur alles nur Disco-Kindergeld und ja, den Einschein habe ich da übersehen. Das war Absicht. Pure Absicht. So. Da oben ist er. Der Typ, der den Lieferschein unterschreiben muss. Was zum Teufel machst du in Deadlifts Territorium, Kammerjäger? Ich habe hier ein Paket für dich. Quittierst du mir den Empfang? Mit dem größten Vergnügen. Sehr gut. Jetzt gib ihm das Paket. Danke. Und jetzt, schwer ab. Er hat das Paket? Cool. Jetzt leg ihn um. Der Typ ist ein Arschloch. Was ist das? Ja, der ist wirklich ein Arschloch. Jetzt musst du nur noch die Poster über das ganze Schiff verteilen. Deadlifts Männer werden zwar pausenlos versuchen, dich umzulegen, aber sollen sie ruhig. Naja, jetzt liegen alle unten verstreut. Na gut, ich geh hinterher. Wenn's unbedingt sein muss. Jo, meins. Klebe die Plakate an. Wunderschön. Ich genieße das gerade. Ich bin happy.
Also wenn ich Borderlands 1 bewerten müsste, dann würde ich Borderlands 1 gute 7 Punkte geben. Borderlands 2 und The Pre-Sequel würden von mir beide 9,5 Punkte erhalten. Ich glaube, das werde ich in einem anderen Video nochmal etwas näher thematisieren, wie ich zu diesen Punkten komme. Denn Borderlands 2 und Borderlands The Pre-Sequel haben beide nämlich ganz unterschiedliche Sachen, die ich gut fand. Und ja, aber trotzdem kommen beide auf 9,5 Punkte. So. So sieht eine Frau aus, die mir kalt lächelnd ein Poster hängt. Weiter so. Meine Kunden bekommen, wofür sie bezahlen. Selbst wenn du ihnen dabei das Brustbein mit Kugeln durchsieben musst. Ah, Mann. Manche Leute übertreiben es echt maßlos. Gut, Punkte verteilen. Was machen wir als nächstes? Machen wir uns mal noch toller. Ja, machen wir uns mal noch toller. Da bin ich eh gerade überlegen, ob ich das nehmen sollte. Ja, komm, so, ich probiere es einfach mal. Ihr stimmt einfach unten in die Kommentare ab, wie ich mich skillen soll, okay? Ihr gebt mir einen Vorschlag und dann mache ich das dann auch. Ich bin mir gerade ein bisschen unschlüssig. Aber warte mal, habe ich nicht noch irgendwie jetzt eine bessere Waffe, die ich jetzt anlegen kann? Ich bin jetzt Stufe 5. Ich habe nichts, was ich... Nein. Erst ab Stufe 6. Die lasse ich liegen. Ah, vielleicht war diese Idee mit dem Buddy-Dubels doch nicht so übel. Du schlag dir eine Scheißfresse an! Na, 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 keine Beleidigung. Töten ist in Ordnung, aber keine Beleidigung. Da bekomme ich direkt Lust, jemanden abzustechen. Nur noch ein ich auch. Poster. Nicht sterben jetzt. Ich treffe nicht. Moment, das haben wir gleich. Viel besser. Jetzt stirb. Hey, du da. Ja, das ist dieses Lied aus diesem einen Trailer. Wunderschön. Inventar ist jetzt voll. Mensch, lass mich doch mal in Ruhe. So. Nee, ich habe besseres Video. Alles gut. Ich bin damit vollkommen zufrieden. Damit komme ich klar. Stopp! Und getroffen. Stopp schon! Kommt schon, meine kleinen Doppelgänger, greift an. Nein! Nicht das blöde, bescheuerte Fass. Als ob. Leute, ich frage mich manchmal, warum passiert immer mir das? Warte mal. Können wir den töten? Ja, perfekt. Ich frage mich immer, wieso mir so etwas immer passiert. Wisst ihr, anderen Leuten passiert es nicht, mir aber schon. Komm schon, die werden getroffen. Ja, ja, ja. Oh. Lauft um euer Leben! Ja, also Jack hat schon ein paar... Also Jacks Doppelgänger hat schon ein paar schöne Sprüche drauf. Na. Ah. Ach komm, mach jetzt keine blöden Dummheiten. Ich muss doch... Dann halt nicht. Oh ja, mir geht der Sauerstoff aus.
atmen wir einfach mal tief durch. So genau wollte ich es eigentlich gar nicht wissen. Nur noch zwei und das war's. Ich bin dir sehr dankbar. Wenn ich das nicht so zeigen kann, liegt es daran, dass ich monatelang allein in der Wildnis zugebracht habe und fast von Kragans getötet worden wäre. Das kommt mir doch sehr bekannt vor. Das kenne ich sehr gut. Häng jetzt noch das letzte Poster auf und der Job ist erledigt. So. Du hast jetzt eine Granate. Ja toll, die Granaten hatte ich ja schon vorher gehabt. Granatenmodul. Ja, leck mich fett, das hatte ich doch schon vorher gehabt. Egal. Zack. Oh, Mietz, Mietz, ich könnte dich knuddeln. Die letzten Bilder waren überbelichtet, deshalb habe ich stattdessen ein Katzenbild genommen. Katzen mag jeder. Wie auch immer. Komm zurück. Das könnte ich mir stundenlang angucken. Allerdings ersticke ich gleich und ich muss mir was, einfallen lassen. Auf geht's! Ein bisschen weiter. Ich werde später das Quest erfolgreich abschließen und die Belohnung einsacken. Ach, stimmt ja. Wo muss ich ja nochmal woanders hin? Komm schon, Atombombe. Das ist keine Atombombe, das ist ebenso wenig. Schade. Ja, wir müssen das drüber zu den ganzen Sprungpads und dann wird gesagt, hey, schalt jetzt das Sprungpad aus. Haha, du kommst hier nicht rüber, He-Man, ich bin der Beste. Haha. Und dann benutzt dieses Sprungpad als Eingangstür. Das solltest du auch tun. Das war's dann damit. Ich hab das Sprungpad deaktiviert. Verzeih mir, Sprungpad. War nicht so gemeint. Mist! Geh hoch zu der geothermischen Schaltanlage. Sieh nach, wo's hakt. Und ja, ich vergesse jedes Mal, dass die Waffe eine Tidior-Waffe ist. Und Tidior-Waffen, die wirft man normalerweise weg beim Nachladen und dann expendieren. Nichts da, Hyperion tritt euch allen jetzt in den Hintern. So. Wir gehen jetzt da hin und dann sterben Leute. Normal. Ganz normaler Tag bei mir. Die Sicherung ist hin. Aber ich habe eine Idee. Mist! Du bist die Sicherung. Was? Hey. Wenn du den Stromkreis zwischen den zwei heißen Drähten schließt, müsste das Sprungpad reaktiviert werden. Stell dich zwischen die britzelnden Dinger. Verbrenne ich da am Ende, oder was? Ja, es tut höllisch weh. Ich darf den ganzen Weg mal zurücklaufen. Mensch, ich dachte, ich aktiviere das Ding und dann bin ich fertig. Aber nein. Das sind so Kleinigkeiten, die vergisst man halt. Dann kannst du nach Concordia. Warum sind diese Hyperion-Ärsche noch am Leben? Das war knapp. Ich dachte wirklich, dass ich jetzt sterbe. Oh, den Rückweg werde ich wahrscheinlich nicht überleben. Nimm das, du Irrer. Hat er gerade gesagt, ich bin Groot. Ihr habt es doch auch gerade gehört. Er hat zugegeben, dass er Groot ist. Ich bin Baum. Hallo Baum, nett dich kennenzulernen. So, ich brauche. Habt ihr im Kühlschrank irgendein paar Medikits oder so? Medi! Money! Das wird euch jetzt mehr wehtun als mir. Keine Sorge, die Nadel ist ganz stumpf. Mist, jetzt liege ich. Oder war das Absicht? Bam! So, und weiter geht's, meine Lieben. Ich bin zwar kurz zum Abnippeln, aber hey. Obwohl, sind auf der anderen Seite noch irgendwelche Medikits? Ich weiß gerade nicht. Weil ich könnte schwören, auf der anderen Seite gab es noch einen Waffenautomaten. Ich könnte aber auch komplett falsch liegen. Ich weiß es wirklich gerade nicht. Tragisch. Durftest du Sprungpads benutzen? Ich durfte nie ein Sprungpad benutzen. Ich habe auch viele Unschuldige sterben sehen. Aber trotzdem, Sprungpads.
Nee, die Medikits. Ach Mensch, irgendwie was zum Heilen. Ach, den Kampf überlebe ich nicht. Ich laufe mal zurück. Ich muss wirklich mal zurücklaufen, sonst sterbe ich wirklich elendiglich eines Qual von Todes. Obwohl, da sollte ich natürlich nicht mit seiner eigenen Waffe angreifen. Da sollte ich viel lieber die Schrotflinte von Mr. Torque nehmen. Es kommt später noch ein kleines Quest, da werden wir vor die Wahl gestellt. Hey, schlagen wir uns auf die Seite von Mr. Torque und beseitigen eine spezielle Waffe. Oder aber entscheiden wir uns für die liebe alte Springs und geben ihr die Waffe, damit sie die uns geben kann. Das ist ein gutes Schild. Ich nehme ein gutes Schild. Ich sein voll. Von die Wodka. Die so schön hat geprickelt in meine Bauchnabel. Und nicht Dacker bringen wir bei dem Kampf ein bisschen mehr als das andere, weil der ist ja resistent gegen Schock, so viel wie ich weiß. Obwohl die nicht mal anständig schreiben können. Lest euch das mal durch. Heavy, die können nicht mal Heavy richtig schreiben. Wie soll ich das aussprechen? Heavy, ratatat. So. Genau, jetzt gib mir hier das gute Schild. Das gute Schild. Wodka! Aber jetzt mal ernst, hat Schwester Nina das selber gezeichnet? Das Artwork gefällt mir sehr gut. Schön. Okay. Genau, ich bin hier wegen Medipacks. Ich brauche hier Heilung. Heile mich! Deadlift, ich werde dich kaputt machen. Wir atmen nochmal tief ein und aus. Ganz entspannt bleiben. Zack! Ich trinke noch ein Schlückchen und dann geht's ab zum Töten. Und ja, ich habe selber gesagt, dass der dagegen resistent ist. Das bedeutet, wir werden jetzt das hier anlegen. Na, gucken, wie das Ding schießt. Ja, das Ding ist eine reine Schrottwaffe. Oh Gott. Ja, aber das hier braucht man für die, das hier braucht man für die Entfernung und das für den Nahkampf. Schau mal. Hin da! Frage ist, stehst du auf Schmerzen? Wo bist du? Huhu. Komm schon, meine Klone, macht was. Ein Irrer. Na komm schon, wo sind sie denn? Ah, aber...
Sprengstoßgranate. Nochmal bitte. Los, Doppelgänger, Angriff. Na. Ich hätte mit einer Medispritze gerechnet, aber egal. Oh Gott. Hier ist Jack, der Echte. Oh, nein, ich muss weg hier. Das war knapp. Das ist irre. Oh, hab ich mich eingelassen. Nachladen will. Hast du gerade gesagt, dass Jamie Spring scheiße ist? Oh, nein. Furchtbar schlecht, nein! Gegner, ich brauche Gegner! Puh! Ich muss hier weg! Geh mal weg hier, du großer! Toll, ich kill ihn und sterbe dabei selber auch noch. Und jetzt such den Digistruck-Schlüssel. Er muss hier irgendwo sein. Aber im Ernst, ich habe den Typen komplett aus den Augen verloren und im selben Moment ist er tot. Auch schon spaßig. Obwohl, warte mal. Das Flat auf das Gewehr ist gar nicht mal so verkehrt, ne? Warte mal. Das Ding ist wirklich mal gar nicht mal so verkehrt. Aber gut, Bandit-Waffen sind allgemein nicht die besten. Die sind wirklich ziemlich schrottig. Mehr an Stufe 3, das ist um Weiten besser als das, was ich am Anfang hatte. Das behalte ich erstmal. Ein bisschen länger. Das werde ich erstmal für einen längeren Zeitraum behalten. Komm schon, danke. Munition ist immer was Schönes. Und hier gibt es gleich eine Waffentruhe. Und da sind hoffentlich ein paar bessere Schießeisen drinne. Oder auch nicht. Nein, warte, war ja nicht noch irgendwo? Doch, da drüben. Bonza, bin ich froh, das zu sehen. Heb's auf. Jetzt, wo du den Digistruck-Schlüssel hast, kannst du eine meiner Mondzoomis bei der Dahlstation anschalten. Begib dich hin. Aber Vorsicht, nach dem großen Bersten haben sich dort Skeffs eingenistet. In der Tat. Alle nicht gebrauchen und ich bin gerade mächtig überlastet. Fort mit dem Ding. Das haben wir ebenfalls weg. Die sind alle nicht so gut. Ah ja, Jacobs, es ist. Aber es macht halt nicht Daka, obwohl man sagen muss, es ist schon anständig, das nehmen wir mit. Vladov, na klar, ja damit. Vladov ist immer eine gute Wahl. Vladov und Jacob, ja komm. Diese Sauerstoffgeysire füllen dein Oskit wieder auf. Einfach reinstellen. So, was ich aber gebrauchen könnte, wäre jetzt wirklich das hier. Und tief durchatmen. Auch gerade was mit dem mächtig Dacker. Liebe Vladov. Vladov ist wirklich so einer meiner Lieblingsfirmen. Also von Vladov kann ich euch eigentlich alle Waffentypen empfehlen. Und im ersten Teil, da gab es sogar noch Schrotflinten von Vladov. Das waren wirklich so Automatik-Schrotflinten gewesen. Das war schön. Ich hoffe mal sehr, dass sie für den dritten Teil wieder mal Vladov ein paar Schrotflinten produzieren lassen. Würde mich wirklich freuen. Ja, die fressen natürlich eine Menge Munition. Und dafür hast du auch ordentlich Bums dahinter.
Das wird jetzt interessant. Dies ist der letzte Wille von Dahl Captain Tom Thorson. Deadlift Scavenger stürmen in diesem Augenblick mein Schiff. Möge derjenige, der dieses Echo findet, den Anstand haben, einem Todgeweihten die letzten Wünsche zu erfüllen. Drücken Sie auf nächste Nachricht, wenn Sie dazu bereit sind. Na klar, doch. Was können Sie aber schon tun? Danke. Zuerst muss Colonel Sarpedon von meinem Tod erfahren. Verbinden Sie diesen Echo-Recorder mit einem Sender und übertragen Sie die Nachricht. Oh Mann, worauf habe ich mich da wieder eingelassen? Aber muss ich? Ich hab Bock auf Level Up, also komm. Kommt her, ihr feigen Schweine, ich brauche jeden Knochen einzeln. Traut euch, kommt zu mir. Sehr schön, Stufe 6. Da hatte ich doch, glaube ich, ein paar Waffen dabei gehabt. Genau, das Ding hier, das ist richtig geil. Das macht mal ordentlich richtig Dacker. Stufe 6 habe ich noch. Ja, ich habe noch andere. Ich habe hier noch eine richtig geile Schrotflinte dabei. Von Bandit, aber komm. Bandit, das ist, was Schrotflinten angeht, da sind die ziemlich gut. Also Schrotflinten von Bandit kann ich euch nur wärmstens weiterempfehlen. Ja. Und ich kann sogar noch ein paar Punkte verteilen. Ach, ist das schön. Hm. Ja, komm, das machen wir einfach mal auch noch. Ding ist herrlich. So, auf geht's. Ich habe Level Up. Ich habe ein paar Punkte verteilt. Ich habe ein paar stärkere Waffen angelegt. Auf geht's. Wir wollen noch was erreichen in dem Port. Wo geht's lang? Da lang. Elpis war ganz früher eine alte Dahl-Kolonie. Aber dann kam das große Bersten. Überall trat Lava aus und Dahl verzog sich in Windeseile. Die haben ganze Fabriken zurückgelassen. Die Maschinen wittern dort vor sich hin. Nach ein paar Jahren kam die erste Flotte. Es war nicht wirklich die erste, aber man nannte sie so. Jetzt leben wieder Leute hier. Naja, Leben ist vielleicht zu viel gesagt. Aber es sind Leute hier. Neben allen anderen Lebewesen. Niemand weiß, wie es zum großen Bersten kam. Aber die meisten sagen, Dahl ist schuld, weil die Mineralien geschürft haben oder so. Keine Ahnung. Stories müssen nicht stimmen, um geglaubt zu werden. Sie müssen nur erzählt werden. Und die hier. So, du hast den Kraken Pass überlebt, ne? Und? Komm rüber, dann kannst du was erleben. Komm rüber, damit wir Deadlift und seinen geilen Raumanzug rächen können. Na gut, wenn sie es so haben wollen, dann gehe ich halt rüber und hau den einen aufs Maul. Ja, das tue ich jetzt. Und da müssen wir jetzt hoch, wir müssen das Signal überbringen. Aber jetzt mal ernst, wenn sie es mir nicht glauben, ist es deren Problem, ne? Was soll's mich kümmern? Wenn ich sage, dass ich rübergehe und den einen aufs Maul hau und die mir nicht glauben, dann sind sie selber dran schuld, wenn ich nochmal vor ihnen stehe. Über Captain Thorsons Schicksal informiert hast, Kammerjäger. Dafür gebührt dir mein Respekt. Aber verschonen werde ich dich deshalb nicht. Sobald sie den Colonel über meinen Tod informiert haben, will ich, dass sie mich rächen. Anscheinend stürmt Squad, Deadlifts Lieutenant, gerade mein Schiff. Ich wäre ihnen sehr dankbar, wenn sie ihn für mich finden und töten könnten. Tot! Dass sie Squad umgelegt haben. Teufel, ich kann ihn hören. Okay, letzte Bitte. Sie müssen einen Typen namens Nell finden. Den werden wir natürlich finden. Da müssen wir jetzt hingehen. Hey, Nell! Und jetzt sagen sie ihm, er ist ein Arsch. Du bist ein Arschloch. Entschuldigung.
Was war das? Tut mir leid. Ich würde Sie gerne belohnen, aber Sie wissen ja, ich bin tot. Trotzdem, danke. Kammerjäger, ich möchte dir danken, dass du Captain Thorsons letzten Willen erfüllt hast. Komm zu den folgenden Koordinaten. Du bist ein Arschloch. Nein! Oh Gott, ist das geil. Ah, ich liebe den Humor. Mondgestein! Ja, ja, jetzt weg damit. Ich muss meine Klone, Doppelgänger aktivieren. Dann sterbe ich hier noch. Hier musste ich, glaube ich, hin, genau. Meine Männer haben diese Waffen vor Monaten versteckt. Du kannst sie behalten, bis ich sie dir wieder abnehme. Ja, kann ich alles nicht. Nee, kann ich alles nicht gebrauchen. Das kann ich alles wirklich nicht gebrauchen. Tut mir leid, ne? Aber ich habe momentan einfach viel bessere Bewaffnung. So, Zeit, dass wir uns ein Auto schnappen und ein paar Leute überfahren. Ist das nicht schön? Ich hab Bock drauf. Das klang sehr schmutzig. Versprich nur nicht, was du nachher nicht einhalten kannst. Ja, Mensch, geh mal weg hier. Ich muss da hin. Erster Level 7, alles klar. Komm schon, Auto, Auto, Auto. Ignorier das. Tritt sie ein. Jetzt aber. Sehr gut. Schnapp dir jetzt ein Fahrzeug und komm zurück. Wenn du dabei ein paar Kragons killen willst, ich möchte so eine Art Leichenschmuck aus ihnen machen. Ey, warte mal. Virus hatte ich doch immer gehabt, ne? Ja, den Virus. Den hatte ich immer. Der Virus-Skin, das ist so mein Lieblingsfahrzeug. Ich hab was, das dich nach Concordia reinbringt. Vielleicht findest du dort ein Signal und ihr kommt wieder auf eure blöde Riesenraumstation. Hallo, das ist ein riesen fetter Todesstern. Du hast überlebt. Ich habe mir gerade selbst einen High Five gegeben. Sie suchen mich. Ich muss also Funkstelle wahren. Finde das Störsignal, stell es ab und komm wieder auf die Helios. Gott, ich hasse das. Und auf geht's. Stellt ein kleiner Hyperion-Angestellter Doubles von sich selbst her. Er hat große Pläne. Und ich habe ein Studiendarlehen zu bedienen. Kein Kommentar. Ja, das ist schon ziemlich kacke, wenn man etwas studieren will. Dann braucht er das Geld. Erinnert mich nicht daran. Jetzt können wir hier ein bisschen mit dem Auto rumfahren und alles, was uns nervt, überfahren. So wie es sich gehört, ne? Oh Gott. Wir müssen ja vorher noch diese eine Quest abgeben. Hallöchen, junge Schön, Dame. Zu sehen. Hier, nimm das. Das ist ein Orbatron. Es bringt dich nach Concordia rein. Ich hatte eine Katze. Sie starb. Punkt. Talk. Okay, spring mit deinem Vehikel über den Riss. Dann ist der Weg nach Concordia frei. Sobald du dort bist, dürftest du auch dein Störsignal finden. Oder was du da suchst. Wir treffen uns dann dort. Klingt gut. Gib mir vorhin noch ein Quest. Und Jack Double, falls du die Gesichts-OP mal rückgängig machen willst, ich kenne da wen.
Ja, danke. Das ist, danke. Ich bin mir zwar sicher, dass in diesem Gesicht eine Bombe steckt, die hochgeht, wenn man es versucht abzunehmen, aber danke. Das da, was sie gerade gesagt hat, das ist ebenfalls eine Bestätigung dafür, warum dieser eine alte Knacker in Borderlands 3, warum der Jacks Doppelgänger aus The Pre-Sequel sein könnte. Versteht ihr? Sie kennt jemanden, der weiß, wie man die Gesichts-OP wieder rückgängig machen kann. Ach ja, komm, jetzt um. Ja, Torg, da hätte ich jetzt Bock drauf. Was war das eigentlich nochmal? Elektrotod. Also, ich habe einen Teil von meinen Sachen in einen Safe gesteckt, um sie vor Deadlift zu schützen. Jetzt, wo er tot ist, wirst du den Safe für mich öffnen. Hier, folge mir! Warte! Ich bin nicht so schnell! Öffne einfach die Kiste und du hast einen Nova-Schild. Leider habe ich die Kombination für meinen Safe vergessen. Dann öffnest du ihn eben auf die witzige Art. Der Schild ist dein Dietrich. Und da ist ein Trickquest immer noch an. Kennst du dich mit Lasern aus? Es bisschen. Gibt da einen Lichtreaktor in einem nahen Gebäude, den ich von den fetten Batzen Mondsteine verhökern könnte. Wenn du mir den besorgst, dann kannst du eine von meinen überzähligen Laserknarren haben. Ich habe dir gerade eine Prodgun gegeben. Du wirst damit ein paar Kragans reizen müssen. Hallo, neuer bester Freund. Ich vertrete die Torg Corporation und bin voll angepisst, weil es Laserwaffen gibt. Die verschießen Licht, das nicht mal explodiert. Was soll das? Ich bezahle dich, wenn du diesen Lichtreaktor für mich findest und zerstörst. Etwas übertrieben, aber mir gefällt sein Elan. Im Badass Crater of Badass Attitude. So, ja, die Sache ist die, ich habe ja schon seine Schrotflinte. Moment, die habe ich bereits. Moment. Das ist die Schrotflinte, die man da bekommen kann. Geiles Ding. Hat man ja vorhin gesehen, wie geil ich damit vorhin umgehen konnte. Kurzer Vergleich. Ja, die Bände, die ich gerade habe, die ist um Weiten besser. Von dem her, wir werden uns für Janie entscheiden. Danke trotzdem, Mr. Torg, aber ich muss ablehnen. Deadlift hat ins Bett geschissen. Gerade aus Paradekissen. Janie hat's gesehen. Deadlift muss gehen. Oh ja. Er hat sich in die Rossen geschießen. Das hier haben gesagt. Ich hasse dieses. Ach, ich hasse das jetzt. Moment, das hasse ich. Wenn du Kragans begegnest. Sie tauchten auf, als Dahl mit dem Bergbau auf dem Planeten anfing. Einer hätte mich vor ein paar Monaten fast getötet. Hat mir eine sexy Narbe am Bauch verpasst. Tut mir leid, dass ich abgeschweift bin, Kammerjäger. Passiert, Mensch. Ich rede euch, komme regelmäßig auch vom Thema ab. Ja. Moxie. Ach ja, die gute alte Moxie. Wer kennt sie nicht? Belladonna. Ihr seid alle so hübsch. Du hast es geschafft. Das Gebäude mit dem Lichtreaktor ist ganz in der Nähe. Geh rein. Ach, na toll. Ein Haufen Schrott blockiert den Zugang. Ach ja, deshalb habe ich dir die Prodgun gegeben. Feuer mit ihr auf die Kragans. Dann werden sie wütend und greifen an. Wenn du sie in das Gerümpel locken kannst, schlagen sie für dich eine Brett. Es hört immer noch. Sie müssen es nochmal rammen. Autsch. Super, sie haben das Gerümpel weggerammt. Geh rein und greif dir den Lichtreaktor. Wir gehen rein und holen uns den Lichtreaktor. Momentchen, ich muss vorher noch Waffen wechseln. Genau, perfekt. Spitze, jetzt bring ihn mir her und ich gebe dir eine Laserwaffe dafür. Oder du zerstörst ihn für mich. Und das hier ist dafür eine coole Torgknarre. Warum? Weil ich Laserwaffen hasse und voll nachtragen bin. Das steckt tief in mir drin. Schmeiß den Lichtreaktor irgendwo in die Lava. Oh, der Muskelberg tut mir fast leid. Du kannst den Reaktor für Torg zerstören oder mir geben. Ich mag dich so oder so. Da ich bereits diese Schrotflinte habe von Mr. Torg, werde ich mich natürlich für das Mädel entscheiden. Obwohl Torg natürlich ebenfalls sehr cool ist. Nein!
Das hat jetzt hoffentlich keiner gesehen. Hier, ich habe das, was du haben wolltest, also... Wir geben ein tolles Team ab. Oh ja. Abgesehen davon, dass ich gar nichts tue. Wie gemein! Alle haben Spaß mit ihren Laserwaffen und ich sitze hier nur rum und jage Sachen in die Luft. Mein Leben ist scheiße. Ach, woher? Die Leute stehen auf Explosionen. Das sagst du doch nur so. Die Leute wollen Laser, keine Explosionen. Nein, ich stehe wirklich auf Explosionen. Du bist klasse. Wirklich? Jetzt bist du mir sympathisch. Willst du mit mir gehen? Sorry, ich stehe nicht auf Kerle. Nein, Freundschaftszone. Hey, erzählt Athena die Sache mit dem Lichtreaktor-Dings herum? Dann möchte ich mal klarstellen, dass ich damals in einem tiefen Loch stecke. Ich weiß jetzt, dass die Freundschaftszone ein imaginärer, frauenfeindlicher Ansatz für eine Beziehung ist. Versteht ihr, was ich meine? Bitte zisch ab, Talk. Okay, out! Bester. Ich habe eine Herausforderung abgeschlossen. Ich meine, yay, ich bin der Beste. Wuhu! Genau, Jack, du bist der Beste. Und aus diesem Grund würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat das Video wenigstens ein bisschen gefallen. Ey, ich freue mich jedes Mal, wenn ihr wieder irgendwelche tollen Kommentare unten abgebt. Darüber freue ich mich wirklich jedes Mal. Ihr seid wirklich die Besten. Dann würde ich mal sagen, passt auf euch auf, macht keine Dummheiten. Und macht's gut, meine Freunde. Ciao.